Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier beim Supermarkt Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Da werden wir erstmal direkt vom Auto überfahren. Herzlich willkommen auf dem Kanal McManus. Wir wollen heute in einen neuen Tag starten. Wir sind Level 30 aktuell, haben zwei Kassen im Betrieb, haben einiges an Produkten. Mittlerweile schon, haben aber auch noch einiges an freien Regalen oder freier Regalkapazität, was ich schon mal vorsorglich geschaffen habe, was wir heute befüllen wollen, denn wir wollen definitiv eine neue Lizenz kaufen. Dazu brauchen wir aber erstmal, Moment, erstmal 2800 Euro, 3,7 haben wir aktuell auf dem Konto und nicht nur 2800 Euro, wir müssen nämlich die Produkte dann auch alle noch bestellen. Das heißt, wir werden jetzt einen Tag weiter voranschreiten und werden dann, sobald dieser Tag rum ist, einmal die neue Lizenz sozusagen erwerben. Oh oh. Oh oh. Oh oh. So. Einmal die neue Lizenz erwerben und werden wieder neue Produkte hier in unserem Supermarkt aufnehmen. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Kann ich euch sagen, habe ich Bock drauf. Ich bin sehr gespannt. Wenn ihr Bock habt, lasst gerne einen Daumen da, wenn euch das Video gefällt. Ey, warum räume ich das denn immer da unten rein? So, und zack, weg damit. Gut, dann würde ich sagen, nicht lang tagen, Manus fragen. Wir werden jetzt erstmal hier schnellstmöglich unsere Kasse öffnen. Denn wir wollen natürlich auch ein bisschen abkassieren, müssen wir auch. Denn für einen dritten Kassierer, Moment, brauchen wir einstellen noch 23 Kassiervorgänge. Wir haben allerdings, muss man auch dazu sagen, erst zwei Kassierer beschäftigt. So richtig drei Kassen haben wir noch nicht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Also das muss man einfach mal so dazu sagen, obwohl wir eigentlich schon bei Produktlizenz, Moment, bei der hier sind. Aber ihr seht ja selber, ne? Also da muss ich nichts dazu sagen. Das ist absolut geisteskrank, was hier an Produktlizenz noch aussteht. Wir können natürlich unseren Supermarkt auch mal wieder ein bisschen ausbauen. Da haben wir auch noch die ein oder andere Ausbaustufe. Unser Lager können wir noch ausbauen, obwohl das eigentlich noch ganz gut aussieht. So mit der Lagertechnik, wie ich das jetzt hier gemacht habe, kommen die gut klar. Sieht gut aus, aber wir werden das alles natürlich auch nochmal umbauen müssen, sobald wir das Lager vergrößern. Ich denke mal, das ist auch das, was ich als nächstes jetzt in Angriff nehme. Erstmal das Lager auf Maximalstufe ausbauen. Ihr wisst ja, ich spiele ja immer ein bisschen privat noch oder beziehungsweise spiele immer ein bisschen weiter, bin erreitet die nächste Aufnahme für euch vor und so weiter und so fort. Naja, ihr kennt ja das ganze Spiel, dass wir hier sozusagen ein bisschen vorankommen. Man muss eine Sache einfach mal dazu sagen. Also dieses Spiel hat einfach nur einen extremen Suchtfaktor. Das ist absolut völlig unnormal, wie dieses Spiel, was das für einen Suchtfaktor hat. Und auch mal vielen Dank an der Stelle, wie viele hier jede Woche diese Videos schauen. Also da muss ich auch mal ein dickes Dankeschön rauslassen. Das ist natürlich nicht selbstverständlich und ich bin da ja sehr, sehr glücklich drüber. Trotz, dass viele von euch das natürlich schon bedeutend weiter gespielt haben wie ich, schon weit über Level 30 sind und so weiter und so fort, aber das macht ja nichts. Ich will trotzdem hier Stück für Stück vorankommen und eine Lizenz nach der anderen aktivieren und euch natürlich mitnehmen bei der Reise, unseren Supermarkt hier auf ein High-End-Level zu bringen. So, wir spielen natürlich auch mit verschiedenen Mods. Was kriegt ihr wieder? 92. So, wir spielen natürlich auch mit ein paar verschiedenen Mods. Ich kann euch noch mal ganz kurz sagen, wir haben Easy Delivery. Das heißt, die Pakete werden automatisch ins Lager geräumt, indem ich eine Taste drücke. Ich habe jetzt den Mod nicht drauf, dass ich das sozusagen bei der Bestellung schon automatisch eingeräumt wird. Den habe ich nicht drauf, würde ich auch erstmal noch nicht drauf machen, weil ja, ein bisschen was wollen wir ja auch noch zu tun haben. Dann haben wir den schnellen Kassierer. Der kassiert auf jeden Fall schon mal bedeutend schneller ab, wie das normalerweise im Spiel vorgesehen ist. Dann haben wir den Mod drauf, dass wir den Handscanner, ganz, ganz wichtige Sache, das war eine der besten Innovationen überhaupt, der Handscanner. Und auch der Mod, dass wir sozusagen nicht nur 10 Produkte bestellen können, sondern eben so viele Produkte, wie wir wollen, mit einer Bestellung da auslösen können. Und dann kommt auch noch dazu ein Mod, dass das Ganze natürlich außen, aber das ist glaube ich im Easy Delivery mit dabei, dass die Pakete außen ordentlich alle übereinander gestapelt werden und nicht mehr so wild und kunterbunt hier rumfliegen. So, Dankeschön, Barzahlung, passend, Wunderbärchen, das freut besonders. So, meine Dame, was kriegt man wieder hier? 13,70, danke für Ihren Einkauf von 66,30 immerhin. So, hier ein bisschen Bleichmittel, da wollen wir einen Ehemann entsorgen am Wochenende. Das ist aber auch, hä? Ah, ich hab dich gleich durchschaut. Guck mal, wie du aussiehst. Ich hab dich gleich durchschaut. So, uiuiui, was ist mit dem Kollege hier los? So, 1,20 zurück. Wie viel hat er einkauft? 120, ne, 118,80. Ja, sehr gut. Freut ein. Solche Kunden sind immer gern gesehen. Wir wollen ja, upsala, wir wollen ja
hier so schnell wie möglich neue Produkte in den Supermarkt bringen. So, dreimal Kartoffeln gibt es am Wochenende Klöße, ne? Das haben wir auch, ne? Das haben wir auch, ja. Hab ich direkt auch geschaut, Kollege. Klöße am Wochenende. Geile Nummer. Ja, Erdäpfel, das deutsche liebstes Gut. Wir sind ja richtige Kartoffelesser, ne, in Deutschland. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich liebe auch Kartoffeln. Die Kartoffeln sind einfach geil. So, der Kollege hat es ein bisschen einfach gehalten mit ein bisschen Pizza. Ja, Toast. Oh, was ist denn hier los? Hä? So auf Diät oder was? Zwei Toastbrot und Wasser? Da ist aber nicht viel los. Nicht meine Wurst zum Drauflegen, gar nichts. Meine Güte, ey. Oh, Sparflamme hier. Na gut. Oh. So. Gut. Achso, und dass wir die Kassen schließen können, ist tatsächlich kein Mod. Das ist vom Entwickler noch nachgereicht worden über einen Patch. Man muss aber dazu sagen, es kommt relativ wenig hier vom Entwickler, dass hier mal ein Update kommt oder sonstiges. Ist ein bisschen schade, denn ich glaube, so die ein oder anderen Sachen wären wirklich sehr, sehr cool gewesen. So, $4.10 für die Lady, für ein paar Eier, wa? Dann alten daheben, wa? Ein paar Eier machen, ne? Am Wochenende. Drei Packungen Eier reingestopft in den alten und dann geht er los hier. Oh, hier die Lady. Mit ihrem schwarzen Oberteil und ihren engen Röckchen. Mal gucken, was sie so Schönes einkauft. So, was kann ich für sie Gutes tun? Mehl. Ah, da wird gebacken. Kartoffeln und Hühnchen. Ach, Kartoffeln. Pizza und Hühnchen. Pizza für die Kids. Und Hühnchen. Ja, für die Oma wahrscheinlich zu machen. So. Dreimal Klopapier. Da haben wir aber was vor am Wochenende. Hä? 45 Euro. Dankeschön. 45 Euro für dreimal Klopapier ist auch nicht schlecht. 37,80. So, perfekt. Danke Ihnen. Wiedersehen. Ah, jetzt geht's hier da drüben hin. Müssen wir hier drüben mal gucken, was bestellt hat. Sushi, Fleisch, Honig. So, ja, eigentlich bewusste Ernährung, ne? Kann man nicht sagen. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch. Einen guten Honig. Wunderbärchen. So. Gut. 6.660 haben wir schon auf dem Konto. Es neigt sich schon wieder Richtung 9 Uhr. Also Richtung 21 Uhr. Das bedeutet für uns, der Supermarkt schließt gleich. Wir lassen die Stocker die Produkte auffüllen und würden uns dann schon mal um die nächste Lizenz kümmern. Habe ich Bock drauf. Hab ich Bock drauf. So, so viele Leute sind gar nicht mehr. Naja, obwohl doch. Ich habe so 50 und 55 Besucher aktuell am Tag. Muss aber allerdings sagen, wir leveln natürlich jetzt auch immer langsamer. Das ist, naja, ist ein bisschen schwierig. Also man muss schon einige Tage runterreißen. 2 bis 3 Tage, um hier ein Level zu machen. Das ist natürlich schon einiges. In den nächsten Stocker, nämlich Stocker Nummer 4, bekommen wir am Level 37. Level 37 bekommen wir den nächsten Stocker. Aber da müssen wir auch noch ein paar Regale bauen und so weiter und so fort. Naja. Kriegt man aber hin. Werden wir auf jeden Fall auch noch holen. Ich denke, 4 Stocker ist dann eine feine Sache. Die Jungs, die erleichtern mir auf jeden Fall richtig geisteskrank hier das Leben. Also, Props an alle Leute, die vor dem Update das Ganze hier schon auf Endlevel gezockt haben. Und jeden Tag alles selber eingeräumt. Die Regale. Alter, Kasse kann ich mal erzählen. So, Kasse zu, fertig, aus, Affe tot. Gut, die paar Leute hier, die kriegt er auch noch selber abgefertigt. Der Kollege, ah, der ist mittlerweile richtig gut hier. Der ist mittlerweile richtig gut. Hä? Aber jetzt auch mal Trinkgeld, hä? Ganz ehrlich. Schon ein paar Leute kennengelernt hier? Hä? Ist ja neu in der Stadt, ne? Schon ein paar kennengelernt hier? Ein paar Mädels? Hä? Schon ein paar Mädels klar gemacht? Oh, hier, guck mal, die sieht gut aus. Die würde zu dir passen. Ah, die würde zu dir passen. Wir haben alle so eine gute Figur in dem Spiel, ey. Das fuckt mich übelst ab. Außer er hier. Die arme Sau. Guck mal hier, der ist ein bisschen kräftiger geworden. Das ist eigentlich der deutsche Durchschnittsmann. Oben Glatze. Glatze, O-Beine, Bauch. Ja. So sieht eigentlich der Durchschnittsmann aus. Nicht hier alle adrett gekleidet und alle hübsch. Und so geht da keiner in den Supermarkt. Mal ganz ehrlich. Ist hier, oder wir haben einen Supermarkt im Bankenviertel. Das kann natürlich auch sein. Ich bin eher der Typ hier. Obwohl das mit den Haaren nicht zu spaßen ist. Meine Friseurin sagt mir auch jedes Mal, meine Haare werden weniger. Da kann ich gar nicht mit umgehen. Sag ich euch, wie es ist. Kann ich gar nicht mit umgehen. So, warte mal. Oh, der kauft ja immer noch einen. Sag mal, was machst du denn? Käffchen noch, oder was? So, jetzt aber ran an die Kasse. Komm, raus jetzt hier, Mensch. Wir haben zu. Was denn jetzt nochmal hier? Jetzt fix zum Sushi-Regal. Oh, Junge. Komm, nimm dir noch was zu trinken mit und dann Abflug. 2 Wasser. So, jetzt aber ran zur Kasse hier. Das gibt's ja nicht. Eine Bummelise. Gleich 22 Uhr. Der Kollege will auch Feierabend machen. Kostet wieder extra Geld. Allerdings noch ein bisschen richtig einkauft. Wie viel hat er denn hier auf dem Kassenzettel stehen? Naja, 88 Euro. Dollar. Pfund. Ja, warten jetzt. Euro, Dollar, Pfund. Irgend sowas. Ihr habt mir reingeschrieben, dass das irgendwie Pfund sind. Wo sind das Pfund? Das sind das dann Dollarzeichen oder bin ich doof? So, Tag können wir erstmal abschließen. 55 zufriedene Kunden hatten wir heute da. Milch 6er, Käse runter. Eier 12er hoch. Eier 12er runter, nicht hoch.
Käse, was Käse? Der hier oder was? Nee. Was waren das jetzt noch? Shit. Waren das, warte mal. Die Eier? Nee. Milch? Scheiße, was waren das jetzt noch? War das noch Milch? War doch Milch und Käse, oder? Ich bin ja nicht blöd, oder? Nee, da passt alles. Ach man, muss ich im Computer gucken, was das jetzt noch war. Moment. Markt. Sollen wir hier nach den grünen und roten Pfeilen Ausschau halten, welches Produkt jetzt genau gemeint war. Die haben wir. Ach, hier der Käse hoch. Hier muss ja doch irgendwas hoch sein. Der Käse hoch? Das ist aber wie bescheuert oder was? Sehe ich das hier nicht? Junge, hab mir doch die Augen lesen lassen. Müsste eigentlich alles klar sein. Hä? So, warte mal. Der Käse hoch auf jeden Fall. Den können wir auf den Fünfer setzen. Na, sag mir mal, das waren da jetzt drei Produkte. Ich bin da nicht bescheuert. Die Eier runter, das hoch. So. Hier ist kein Pfeil. Hier ist kein Pfeil. Also ich bin doch... Doch, hier, Milch, Sechser. Sechser Milch. Warte. Der geht, wird auch teurer. Aber reichlich teurer. Ja, 130 vielleicht dann doch nicht. 13,20. Fast ein 10er Marge an dem Kollege. So, was wir jetzt aber machen müssen, ist erstmal die Stocker hier einräumen lassen. Wir können ja mal ein bisschen mithelfen. Oh, hier ist alle. Der Kollege ist alle. Bleichmittel ist auch alle. Gott, können wir gar nicht mithelfen. Müssen wir erstmal bestellen. So, warte mal, was fehlt denn hier alles? Einmal den Kollegen. Einmal das. Einmal zweimal Bleichmittel. Warte mal, Toastbrot haben wir hier noch stehen. Ist das vielleicht? Ja, genau, das können wir hier noch reintun. Fleisch. Warte mal, können wir vielleicht auffüllen? Sieht schlecht aus. Wären wir nicht los. Wie sieht es mit dem Sushi aus? Sushi. Verkauft sich auch schlecht. Habe ich jetzt zweimal Bleichmittel hier eingescannt? Bleichmittel, Süßigkeiten, was Mardi Reis. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Bleichmittel, so, dann haben wir den Kollegen zweimal. Ihr Tabs zweimal. Eins, zwei, drei, viermal Toilettenpapier. Zweimal die Pommes. Fritz, einmal Pizza. Zweimal den Kollegen, einmal den Kollegen, einmal den Kollegen und das sieht ganz gut aus. Dann einmal Hühnchen. Das, zweimal Hühnchen sogar. Das noch einmal. Gut. Das sieht ja alles sehr vernünftig aus hier. Nicht viel abverkauft. Dann den noch. Das noch. Was haben wir hier? Zweimal. Einmal. Gut, können wir erstmal bestellen. Dann würde ich sagen, räumen wir erstmal ein den Scheiß hier. So, rein ins Lager. Jawohl, alles einräumen. Bapp, bapp, bapp. Ach, sind sie gerade noch unterwegs damit? So. Och, warum geht denn das jetzt nicht? Warte, stell ab, hör auf, mach zu. Was ist denn jetzt hier? Oh, jetzt kriege ich das nicht abgestellt. Die Bees hier, warte mal, die waren doch hier unten, oder? Da, rein damit. So, zack, 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 zack. Das können wir... Ich war hier wahnsinnig. Was ist denn hier mit den Tabs? Rein da. So. Das ist immer das Problem, wenn der Stocker die Ware aktuell in der Hand hat dann und ist unterwegs damit, dann können wir das nicht einräumen. Warum auch immer. Hier, guck. Siehst du, der hat das gerade in der Hand. Ging jetzt auch nicht. Müssen wir mal erst warten, bis sie das wieder aus der Hand gelegt haben. So, jetzt können die Pommes auch noch rein. Perfekt. Gut. Dann sieht es ja eigentlich erstmal ganz schnieke aus. Dann würde ich sagen, bestellen wir erstmal eine neue Lizenz. 2,8. So. Jetzt aber. Komm rein hier. Die neue Lizenz. Was haben wir denn jetzt neu? Krabbensticks. Die müssen in den Gefrierschrank. 1, 2, 3, 4. Regal 1, 2, 3, 4. Gefrierschrank 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Und dann kann ich euch jetzt schon sagen, brauchen wir noch einen Gefrierschrank. So. Okay. Kaufen. Oh, oh. Da sind wir aber ganz schön blanco. Roberto Blanco hier. So, warte mal. Da können wir hier noch einen Gefrierschrank hinstellen. Perfekt. Und dann geht das los hier mit der Einräumerei. Ach, guck mal hier. Eine neue Pizza haben wir dazu gekriegt. Geht nur ein... Oh, ich weiß nicht. Sollten wir zwei Dinge machen? Ich mache erstmal nur eins. So, warte mal. Pizza.
Fangen wir hier drüben an, mal mit einräumen, dass wir hier ein bisschen Ordnung reinkriegen. Hier haben wir auch noch Pizza. Warte, die können hier rein, direkt. Jetzt weiß ich aber auch noch nicht so richtig, wie ich das hier mache. Warte mal, mache ich vielleicht die ganze Gefriertruhe voll? Oh, ich weiß es nicht. Nee, mache ich nicht. Warte mal, komm, die stellen wir erstmal hier hin. Die stellen wir erstmal hier hin. So, da habe ich ein bisschen viel bestellt, glaube ich. Aber das macht nichts. Man kann gar nicht zu viel auf Lager haben. So, Eis. Sehr gut. Bin ich jetzt auch unsicher, ob ich da nicht vielleicht nochmal... Naja, komm. Egal. Eis hier rein. Das können wir erstmal draußen lassen. Dann haben wir hier Ketchup. Ketchup können wir... Komm, Ketchup mal. Warte mal, wo machen wir Ketchup mit hin? Was ist denn hier? Warum wird hier nicht aufgefüllt? Ketchup. Weiß ich nicht. Mache ich jetzt erstmal hier. Einmal. So. Wo war's? Andere Seite. Zweimal. Den guten Ketchup. Dann müssen wir das Ganze noch ins Regal oder ins Lager einräumen. Da brauchen wir auch noch einen Lagerplatz dafür. Den schmeißen wir dahin. Und dann hier. Viermal Ketchup. Dann haben wir... Ach, guck mal. Hier haben wir noch anderen Ketchup. Ja, bitte. Hot Soße. Hot Soße. Ey, Leute, wir dürfen nicht vergessen, die Preise zu machen. Und hier Mayo Soße. Ach, das ist ja super. Da können wir alles hier einmal... Da können wir alles in ein Regal räumen. Das bietet sich doch an. Das ist doch Wunderbärchen. So. Dann ist das alles schön sortiert. Zack, hier haben wir nochmal Eis. Ja, brauchen wir nun nicht. Können wir auch erstmal hier hinstellen. So. Den Kollege stellen wir auch erstmal hier hin. So. Und dann haben wir hier noch die Mayo. Das können wir schon mal ins Regal einräumen. Das kommt da rein. Das kann ins Regal. Hot Soße. Die muss auch nochmal hier rein. Ah, schön, wenn wir jetzt wieder... Ach, ey, ich sag euch. Endlich wieder neue Lizenzen. Neue Lizenzen sind schon geil. Neue Lizenzen sind geil. Wenn das dann alles so ein bisschen ineinander greift und alles System annimmt, da freue ich mich immer. So, guck mal hier diese Krabbensticks. Wie viel kriegt man da rein hier? Oh, reichlich. Sehr gut. Da brauchen wir definitiv auch nur eins voll machen, damit... Bei der Pizza bin ich mal ein bisschen unschlüssig. Mit der anderen Pizza, muss ich ja ganz ehrlich dazu sagen, haben wir ja auch nur ein Ding. Und... Ob ich das jetzt rein... Ja, war richtig, oder? Mit der anderen Pizza habe ich auch nur eins und das hat immer ganz gut gereicht, muss ich zugeben. So, wir haben natürlich noch ein paar Sachen, die wir eigentlich bestellen müssten. Wie sieht denn das mit dem Mehl hier aus? Das ist bestimmt alles alle. Ey, ich drehe durch. Warte mal. Hier. Eins, zwei. Ja, warte mal. Erstmal nur das bestellen. Warte mal. Was komplett alle ist. Hier oben Cola können wir auch noch mit bestellen. Und dann gucken wir, was haben wir jetzt auf dem Zettel. 127. War nicht so teuer. So. Guck mal, Jungs. Könnt ihr schon mal einräumen hier. Zack, zack, zack. Los geht's. Mehl einräumen. Jalla. So, die Sachen haben wir auch drin. Dann können wir die Bude eigentlich aufmachen, oder? Molke brauchen wir noch einmal. Kaffee bräuchten wir eigentlich auch noch zwei. Öl noch zwei. Wasser noch eins. Susi noch eins. Was haben wir denn hier noch rumstehen? Nee, nichts weiter. Und dann sieht das eigentlich auch ganz gut und vernünftig. Warte mal, wir machen erstmal auf. Wir machen nicht auf. Doch, wir machen auf. Aber warte. 3,20. Wieder die Preise vergessen. 4,20. Und Alter! 10,30. Was kostet denn bitte die Mayonnaise? Das ist ja vom ganz anderen Stern. Junge! Was haben wir hier? 8,50. Eis. 5,20. 5,20 und den Kollege 10. Was habe ich denn? Habe ich hier drüben noch was eingeräumt? Nee, oder? Das waren da noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte waren es nur, ne? Es waren nur die 6 Sachen hier. Ja, dann sieht es doch eigentlich ganz schnieke aus. So, pass auf. Habe ich jetzt schon bestellt? Nee. So, ja, jetzt sind wir komplett pleite. Also jetzt hat sich dann wirklich erledigt mit Geld auf dem Konto. Junge, lecko mio muchacho. Aber wir brauchen zumindest erstmal keine Regale. Das hat ganz gut gereicht. Wir haben hier unten noch zwei Plätze frei. Wir haben hier noch eine ganze Seite frei. Wir haben hier drüben noch eins frei.
regaltechnisch sind wir erstmal gut versorgt. Gefriertruhe haben wir nur noch einen Platz, Kühlschrank haben wir aber auch noch ein bisschen was frei. Also theoretisch könnten wir eigentlich auch schon wieder in die nächste Produktlizenz noch reingehen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Also ich glaube schon. Was haben wir denn hier? Bier! Leute, dann gibt's Bier. Bierblondes. Fass. Oh, Fass. Da brauchen wir Platz. Bierlager, Chips, Hubus, Wodka. Jetzt geht's rein in den Alkohol. Alkohol soll sich ja besonders rentieren. Alkohol soll sich besonders rentieren, Leute. Da sehe ich uns. Da sehe ich uns im guten Bier. Im Biergeschäft. Aber dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Kohle, ey. 3.500, das ist nicht ohne. Aber dafür sind, glaube ich, die Getränke nicht so teuer. Also Getränke sollten, glaube ich, in der Bestellung nicht so teuer sein. Aber 3.500, das ist schon mal eine Ansage auf jeden Fall. So, Gefriertruhentechnisch haben wir hier auch leider keinen Platz mehr. Das bedeutet, eigentlich könnte man... Oh, hier drüben können wir auch noch eine Gefriertruhe hinstellen. Easy, zwei Stück gehen hier hin. Easy, zwei Stück. Wir müssen uns nur mal überlegen, ob wir dann irgendwann eventuell noch eine dritte Kasse brauchen. Ja, sage ich ganz ehrlich, aktueller Stand? Nö. Aktueller Stand... Oh, fuck. Nimmt der das jetzt da und geht rüber? Ja. Okay, aktueller Stand ist, wir brauchen auf jeden Fall keine dritte Kasse. Also, bis jetzt nicht. Wenn ich habe da eine Kasse hier im Lager liegen. Ganz entspannt. Das sollte eigentlich klar gehen. So, von den Produkten haben wir jetzt auch überall ein bisschen mehr gekauft. Das haben wir hier alles noch liegen. Können wir dann noch ins Regal einräumen. Von daher eigentlich alles ganz easy. So, Sir, 71,10 für die drei Sachen hier. Das ist eigentlich frech, ne? Da fühle ich mich ja ein bisschen schlecht. So, dreimal Ketchup, 12,60. Gerade über den 10er gekommen. Hast du Glück gehabt, mein Freund. Sonst hättest du hier direkt Ansage gekriegt. Direkt Ansage. Hier, der Punisher kommt auch wieder einkaufen. Perfekt. So, meine Gute, was kann ich denn Schönes für dich tun? Hier, da wird die teure Mayonnaise gekauft, ey. Und Sushi ohne Ende. 168. Warte mal, wo geht's denn rein hier? 1,40. Bitteschön. So. Kasse ist open. Next one, please. Hier, nette Dame, Blumenkleid vielleicht? Hm? Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es, dass du zu mir kommst. 5,80 zurück. Zap, zap, ab. Bitteschön, dankeschön. Ciao. Wir sind Level 31. Wir sind wieder ein Level aufgestiegen. Sehr gut. Freut mich sehr. Das freut mich sehr. Und dann geht's hier weiter. So. 63 glatt. Ups. 63. Nein. 63. Immer noch. Gut, ja. Können wir hier noch an der Kasse sitzen und warten. Ne? Was wollen wir machen? Gucken, wie die Leute einkaufen. Gucken, wie das Geld auf dem Konto mehr wird. Ich sag euch ja, wie es ist. Ich hätte ja auch mal Bock, so einen Supermarkt hier aufzumachen, ey. So ein eigener Supermarkt, ey. Das wär's, Leute. Das wär's. Aber ich glaube, es ist ja unmöglich, mit den Großen zu konkurrieren. Ach komm, hör doch auf. 3,30 Meter Karte. Dann sind die Gebühren wieder höher wie alles andere wegen einem Abelsaft hier. Mann, ey. So eine Birne. 39,70. So. Zack. Eine Pizza. Ein Puffi hingelegt. Ey. Weiß ich nicht. Macht man das? Weiß ich nicht. Mann. Verpiss dich. So, bitteschön. 9 Euro zurück. Perfekto. Und hier gibt's Sushi und Pizza. 38,90. Pizza für die Kinder, Sushi für die Dame. So, Markus Rühl hat auch immer zwei Tiefkühlpizzas zum Frühstück gegessen. Also, geht das klar, Leute. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Boah, ich muss erstmal hier rausoperieren aus der Kasse. Warte mal, Licht können wir auch schon anmachen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wie viele Kassiervergänge wir noch brauchen, bevor wir überhaupt, also ob wir den dritten Kassierer theoretisch schon hätten. Nee, warte mal, Kredit wollen wir nicht. Einstellen. Ah, guck mal, haben wir sogar schon. 912 Kassiervorgänge haben wir schon. So. Aber man muss sagen, das Kassieren macht ja auch Spaß. Ist ja auch eine witzige Sache. Relativ wenig Leute heute hier. Es gibt ja auch eine Mod, wo mehr Leute kommen, aber boah, ich weiß auch nicht, ey. Ich meine, klar, nimmst halt mehr Geld ein, aber... Ich finde es eigentlich okay. Und wenn pro Level sowieso immer ein paar Leute mehr kommen. Ich meine, wir haben jetzt schon über 50. Vor ein paar Leveln hat man noch um die 40 Besucher am Tag. Jetzt sind schon um die 50 Besucher am Tag. Hier, was ist denn mit euch? Ist ja mäßig hier, oder was? Ihr seid ja Zwillinge. Junge, euch hat ja die Mutti das gleich rausgelegt heute früh. Meine Güte, ey. Da habt ihr euch aber nicht gut abgesprochen, Freunde. Oder die wollen es so. Das kann natürlich auch sein. Oh, hier. Hm. Ja, ist klar. Schnell abkassieren und wieder raus, ey. Nicht, dass der noch einen Überfall plant jetzt, wenn er hier zu lange warten muss. So, 164,50. Aber soll die Leute nicht nach dem Äußerlichen beurteilen, vorurteilen, ne? Ganz wichtig, Leute. Macht man nicht. So, 7,30.
Perfekto, danke für Ihren Besuch. Oh Gott, oh Gott, was hat er denn alles gekauft? So, 20 Cent. Und weiter geht das. So, auch ein 20 zurück. Und passend, so wollen wir das. Oh, drüben macht es auch Kaching. Das ist ein schönes Geräusch, Leute. Kaching ist ein schönes Geräusch. Perfekt, so ist schon wieder gleich Feierabend, ey. Das gibt's ja gar nicht. Es ist wirklich schon wieder gleich Feierabend. Übel. Übel, übel, übel. Ich hoffe, es sind keine Produkte leer. Und ich hoffe, wir haben von allen genug gehabt. Aber guck mal, das sieht echt gut aus. Nee, die haben uns nicht leer. Das passt schon. Weil hier mit den Dingern, ne, da wollen wir halt 8 Stück reintun. Aber selbst damit kommen wir klar. Kurz zugemacht, ne? Bist du verwirrt? Gehst rüber. So. Naja, komm, ein paar Leute können noch zu uns kommen. Hier, zu mir kommen. Die Restocker sind noch fleißig am Auffüllen. Hier kommt noch einer, angedrödelt. Der will auch noch was kaufen, kurz vor Feierabend. Och, Mensch. So. Wie sieht's aus? Ja, offen. Baut auf. Baut auf. Ja, geht halt rüber, ist kein Problem. Dann geh halt rüber, Mr. Panischer. Ein was gekauft mit Karte. Schmeiß den raus. Oh, Entschuldigung. Schmeiß den raus. Schmeiß den raus. 9,50, bitteschön. So. Ah, ja. Sir. Oh, da hat die Dame sich vorgedrängelt. Oder er war so nett, da hat die Dame vorgelassen. Das kann natürlich auch sein. Der Charmeur. So, 17,50. Danke für den Besuch. Oh, hier gibt es ein bisschen Eis. Neue Produkte werden auch gut verkauft. Gibt es auch wieder Kartoffeln am Ende, am Wochenende. Beziehungsweise Klöße. So. Gut. Zweimal noch. Mach mal zu. Dicht das Ding. Und dann ist Feierabend hier. Sehr schön. Ich glaube, hier kommt doch keiner mehr. Wie sieht's aus? Können wir nochmal ein bisschen das Kaufverhalten beobachten von der netten Dame. Die ist schon fertig. Die ist auch fertig. Und was macht der Sir hier? So, mein Herr. Bisschen Puderzucker. Die Muni will wohl backen am Wochenende. Hm? Oder willst du backen? Ein paar Muffins? Ein paar Muffins? So, der ist auch abkassiert. Oder die? Und auch abkassiert. Sehr gut. Der hat aber nochmal gut eingekauft. So, dann machen wir hier mal Closet. Und dann können wir den nächsten Tag rein. So, Kohle her und dann raus hier. Müssen wir mal feucht durchwischen. Sehr gut. 52, einer war unzufrieden. Das kann doch nicht wahr sein. Wer denn? War ein Produkt zu teuer. Was denn? Wir haben insgesamt Miete, Rechnungen, Erweiterungskosten. Ja, wir haben viel Geld ausgegeben, ne? 4000 minus gemacht. Aber wir gehen rein den nächsten Tag. Geschirrspültabs und Mayonnaise runter. Müsli, warte mal. Mayonnaise. Ah, da haben wir uns zu früh gefreut. Da ist sie wieder billig. Geschirrspültabs. Da können wir einen 20 machen. Dann, warte mal, was war das andere jetzt? Ich bin aber auch, ey, ich habe ein Gedächtnis, Leute, das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich eine Katastrophe. Mayonnaise haben wir runter. Der Käse geht wieder hoch, okay. Nochmal hoch, ging der nicht letztens schon hoch? Ach, Müsli. Müsli und Käse. Käse hoch, was? Ach so, ist ja auch nicht der Käse. 5,50 und das Müsli hier hinten, das müsste das gewesen sein, 5,60. So, gut, haben wir alles. Können wir erstmal neu bestellen, würde ich sagen. Oder wir räumen erstmal mit ein. Was haben wir denn hier noch alles? Ja, ich würde sagen, ich räume mal noch ein bisschen mit ein, und aber ansonsten sieht es eigentlich echt vernünftig aus. Sehr solide. Kann man nicht meckern. Ist nichts leer geworden, passt alles. Passt wirklich alles. Wo sind hier unsere Bio-Eier? Hier waren die Bio-Eier. Achso, warte mal, das sind gar nicht die Bio-Eier. Das sind die Bio-Eier. Nee, hä, wo sind denn die kleinen Eier? Bin ich jetzt bescheuert? Achso, hier. Haben sie schon aufgefüllt? War ich wieder zu spät? Ich blick so langsam in meinem Lager auch nicht mehr durch. Muss ich auch mal ehrlich zugeben. So, warte mal, was ist denn jetzt mit dem Sushi hier? Können wir doch bestimmt was einräumen. Das. Da rein. Genau. Wie sieht's mit Eis aus? Das haben sie alles noch nicht leer gemacht. Nee, ist alles noch nicht leer von den neuen Sachen hier. Aber Fleisch vielleicht. Warte mal, habt ihr Fleisch verkauft? Gucken wir mal. Boah. Nee, doch nicht so viel. Was haben wir hier noch? Eis, Eis, das, das. Nee, sieht nicht so aus. Na gut, Leute, dann fülle ich das Lager erstmal wieder auf. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Ich bin im Wald Holz machen, wenn ihr die Folge seht. Und in diesem Sinne bin ich erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Manus.